Herzlich willkommen in der Commerzbank Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir melden uns heute von einem Division Rivals Spiel. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Es gibt jetzt die Möglichkeit. Und das Tor! Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach mal zu, Wolf. So ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Marco Reus. Toller Pass. Da müssen Sie den Ballverlust hinnehmen. Er feiert heute Jubiläum. Das ist schon seine 100. Partie für den Club. Ein tolles Jubiläum, aber er kommt hier auch sehr gut zurecht. Sie holen sich den Ballbesitz. Groß. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Werner. Da ist Platz auf dem Flügel. Was macht er draus? Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Da kann der Abwehrspieler klären, gut gemacht. Werner. Und Groß. Icardi. Gueye. Nun Memphis. Henry Onyekuru. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Marco Reus am Ball. Marco Reus ist ja nicht nur heraus. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Ganz eindeutiges Foul, klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Richtige Entscheidung des Referees, da sehen wir hier nochmal ganz deutlich unfaires Einsteigen. Kein Tor nach dem Freistoß, der Torhüter hat ihn. Chiemwe Bakayoko. Memphis Depay. Chiemwe Bakayoko. Das könnte gefährlich werden. Icardi. Klasse, wie er dahin geht. Werner. Und jetzt Toni Kroos. Kroos lässt sich nicht aufhalten. Und Reus. Ballverlust Marco Reus. Und Memphis Depay. Und der Ball jetzt bei Toni Kroos. Steilpass kommt von Reus. Und das ist der Ballverlust. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sie verlieren den Ball. Nico Schulz. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Und die Balleroberung, wichtig. Jetzt Marco Reus. Sané! Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Gefährlich! Timo Werner. Werner!
Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Mauro Icardi. Icardi! Was für eine enge Kiste! Der Ballverlust, keine gute Aktion. Jetzt haben sie den Ball wieder. Gute Aktion. Ball bei Memphis. Und er schießt. Oh, er trifft die Latte. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Nur der Alu-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das. Da kommt der Pass. Fahne ist oben, abseits Sané. Da verlieren sie den Ball. Nicht gut vom Verteidiger. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da können sie jetzt flanken. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Werner. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt eine gute Flanke. Reus. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Tiemoué Bakayoko. Da haben sie den Ball, gut gemacht. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Und jetzt der Ball im Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Toni Kroos jetzt. Wenig Platz hier für Groß. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Da holt er den Ball zurück. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Werner. Was macht er draus? Gutes Tackling. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aufs leere Tor. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht's leicht, ganz leicht. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Gnabry. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Und raus. Kimmich. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Klasse Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Geht er rein? Ja, Latte, aber der Ball ist noch heiß. Idriss Agüero. Icardi. Jetzt könnte er flanken. Die Möglichkeit. Hereingabe. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Reus.
Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Zuspiel Reus, Gegner ist da. Marco Reus. Serge Gnabry. Jetzt vielleicht die Flanke. Thiago Silva macht es gut. Groß. Serge Gnabry. Groß. Sané. Das könnte was werden jetzt. Super Hackenträg, der Ball kommt an. Werner. Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und Memphis Depay. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Abwehr hat aufgepasst. Icardi. Henry Onyekuru. Sie verlieren den Ball. Kann er was draus machen? Memphis Depay am Ball. Der geht daneben. Und es bleibt beim Rückstand. Mann, 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 das war die Gelegenheit. Aber weiter so, Sie haben noch Zeit. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Nun Kun Agüero. Goretzka. Groß. Der Ballverlust. Güey. Immobile. Immobile. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, geht gut dazwischen. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Jetzt der Ballverlust. Das war faul. Da muss er Freistoß geben. Spielt den Ball kurz. Süle. Matthäus am Ball. Immobile. Immobile mit der Chance. Phänomenal! Ohne Worte! Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen in dieses Spiel. So, die letzten Minuten werden jetzt nochmal richtig dramatisch. Alles offen in dieser Partie. Durch den Ausgleich sind sie natürlich im Aufwind. Alles wieder offen hier. 2-2. Goretzka. Jetzt ist der Platz da. Riesenjubel auf der einen Seite, Niedergeschlagenheit auf der anderen. Was für ein Tor. Und ich glaube, das war's. Was für eine Dramatik hier. Das ist der Treffer zur Führung und wahrscheinlich auch zum Sieg. Sogar sehr wahrscheinlich. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sie diese Führung jetzt noch verspielen.
Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Gnabry. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasse.